Provinz Media, den Grünen, dem DAV, dem Schildauer Kreis, Akzept e.V. und so weiter und so fort. Aktuell ist er vor allen Dingen durch seine Expertise im Bereich Cannabismedizin bekannt, unter anderem im Kompetenzzentrum Cannabis GmbH. Bitte einen ganz großen Applaus für Maximilian Plenert. Yeah! Oh. Hallo Hanfparade, da, seid ihr da? Ja, ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild wieder aus dem Keller geholt. Eltern für die Legalisierung, weil, ja, was, es wird was kommen, darüber wurde schon vieles gesagt. Aber sorry, das ist nicht die Legalisierung, die ich bestellt habe. Nein, nein. Das ist auch nicht die Legalisierung, die wir vor einem Jahr besprochen haben. Es gab ja vor einem Jahr die Konsultation des Drogenbeauftragten. Da haben wir schon viel Sachverstand zusammengeholt und viele gute Ideen gesammelt. Aber das, was jetzt vorgelegt wurde, ist an vielen Stellen echt die Ausgeburt von 8 Ministerien, die da rumgefrackelt haben, von alten Staatssekretären, die ein Horst Seehofer noch eingesetzt hat und von, ja, die ein Geist der Brüderie atmen und tatsächlich, sie haben es geschafft. Ich wusste, sie werden kreativ werden, aber dass sie so kreativ werden, an ein paar Stellen hat mich selbst mich überrascht. Dass sie es schaffen, den Geist der Dämonisierung echt weiterleben zu lassen, weil, also ich habe auch Kinder und die Vorstellung, dass nur weil in 200 Metern Entfernung um die Kita meines Sohnes herum irgendwo weißer Dampf aufsteigt und wenn es Cannabis ist, dann ist es schädlich und das gibt eine Strafe. Entschuldigung, meine Kinder erleben in Berlin genug andere Dinge, sie sehen Dinge, mit denen müssen sie auch klarkommen und Jugendschutz heißt nicht, dass ich Kinder vor allem verstecke und sie in den Keller sperre, damit die bloß nichts Schlimmes mitbekommen, sondern dass ich sie auch befähige, mit den Dingen umzugehen und tatsächlich ist mir die Wolke 200 Meter in Entfernung echt das geringste Sorge, die ich habe. Ja. Im aktuellen Entwurf steht Gott sei Dank nicht mehr das Wort Suchtcannabis. Das ist immer noch so eine Wortkreation. Irgendwann will ich mal rausfinden, wo kommt dieses Wort her. Aber es wird weiterhin explizit gesagt, Zweck der Regelung ist, keine geselligen Orte zu schaffen. Im Ministerium gab es das Wort der Cannabishöhlen, die verhindert werden müssen. Entschuldigung, wenn man sich anschaut, das auf Alkohol überträgt, wer würde denn bei Alkohol sagen, bloß nicht in Gemeinschaft trinken, sauf bloß alleine und sprich mit niemandem drüber. Sprich auch nicht mit deinen Kindern drüber. Auch das ist der Geist. Ne? Da gibt es Leute, die behaupten, wenn man Kinder, mit Kindern über Drogen spricht, das ist ja Propaganda, wenn das über Alkohol spricht, dann ist das reine Industriepropaganda. Man darf das bloß nicht erwähnen, weil wir wollen das weiterhin weg haben. Das muss abnormal bleiben. Solche Gedanken gibt es da. Und Entschuldigung, so wird es nicht funktionieren. Auch wenn man schaut, was steht im Gesetz drin und was steht nicht drin, wenn man mal Wörter sucht, Eigenverantwortung, Mündigkeit, Kompetenz, das sind alles Wörter, die da nicht auftauchen und wenn da nicht die positiven Zusammenhang. In allen Bereichen kriegen wir so viel zugemutet, wir sollen klarkommen, wir sollen eigenverantwortlich handeln und uns um Gesundheit kümmern und was nicht alles, aber bei dem Punkt herrscht weiterhin vor, ja, Das ist alles ganz, ganz schlimm. Und da muss ich sagen, solange wir diesen Bruch drin haben, zwischen Alkohol und Nikotin und Cannabis auf der anderen Seite, was ist das für ein falsches Signal an die Jugend, wenn wir diesen Wahnsinn weitermachen? Ja, auch dass so viele Regeln zum Thema Jugendschutz überhaupt in dieses Gesetz kommen. Leute, wir haben ein Jugendschutzgesetz und wenn man die Leute die fragt, die dafür zuständig sind, dann sagen die auch, das soll in ein Jugendschutzgesetz, das muss ins Jugendschutzgesetz neben Alkohol und Tabak und dieser Versuch, ja, das hat eher was davon, dass eine dämonische Kraft da eingewandt werden soll, damit das bloß von den Kindern ferngehalten werden kann. Ja. Was die Anbauvereinigung angeht, ich will da auch nicht alles schlecht reden, also mit diesem Gesetz kann man auch viele spannende Lösungen, wenn man das kreativ liest, und Gott, ich bin Cannabis-Patient, ich bin es gewöhnt, Probleme zu lösen und das System so weit zu hacken wie nötig, da werden wir sicherlich vieles hinbekommen, aber im Großen und Ganzen muss es funktionieren, weil das, was ich auch vor einem Jahr vor den Konsultationen schon klar gesagt habe, Legalisierung, alle Vorteile der Legalisierung erreicht man nur durch eine Legalisierung, nur wenn ich Menschen vom Schwarzmarkt weghole, habe ich überhaupt irgendeinen Effekt und solange die auf dem Schwarzmarkt bleiben, kann ich ganz, ganz, ganz tolle Modelle haben und ganz hohe Regulierung, was Clubs angeht, aber es funktioniert da nicht.
Und das wäre tatsächlich ein bisschen die Horrorvorstellung, wenn wir jetzt Clubs machen, die nicht funktionieren, wenn wir Ausweichreaktionen haben, wenn wir alles mögliche an negativen Schlagzeilen haben und dann wird evaluiert und dann merkt man, hat alles nicht funktioniert, lassen wir das sein. Ja, weil dann kann es dann sein, wenn wir dann Bundeskanzler Merz haben und dann die Evaluation sagt, alles scheiße, wird das wieder eingedampft. Liebe Leute, das die Blamage sollten wir uns doch bitte sehr nicht geben. Was vielleicht noch so ein kleines Detail ist, wo, ja, was eigentlich der ganzen Sache noch ein bisschen die Krönung aufsetzt, ne? Auch Gott, ganz tief drin versteckt, steht auch nochmal drin, diese Verbotszonen, die in Berlin Innenstadt quasi alles abdecken, ne? 200 Meter, Gott, da bleibt nichts übrig. Das gibt selbst für Cannabis-Patienten, die ihre Medizin vaporisieren. Ne? Also dieses Gesetz würde, wenn es so beschlossen werden, würde dafür sorgen, Cannabis-Patienten raus aus der Öffentlichkeit, bleibt zu Hause, wir wollen euch nicht haben, weil das ist ja schlimm für die Kinder. Ja. Ich bin aber noch guter Dinge, dass dieses Gesetz auch noch besser wird. Vieles ist jetzt das Ergebnis aus den Ministerien. Da haben, wie gesagt, 8 Ministerien mitgearbeitet. Ein Gesetzestext von dieser Größe und so viel Köche. Ja, da wird der Preis schon mal schlecht. Aber es wird jetzt ein parlamentarisches Verfahren geben. Und ich bin guter Dinge, dass es kann nur noch besser werden an vielen Stellen. Und auch, ich glaube, auch da den Menschen, die da aktiv sind im Bundestag, auch die wollen eine Legalisierung, die funktioniert und nicht eine Totgeburt, die am Ende, ja, ähnlich wie in Malta, dafür sorgt, dass es auf dem Papier möglich ist, aber in der Praxis nicht. Nee, wir wollen da, dass es da vorangeht und ich bin guter Dinge, ein paar Zähne wird man dem ganzen bösen Ding noch ziehen können. Und wie es dann in der Praxis aussieht, wie gesagt, wir haben so viele Jahre und Jahrzehnte vorbereitet, improvisiert, wie viele Leute sich in CSCs organisieren, wie viele Leute, ja, sich schon längst zusammengetan haben. Ich bin guter Dinge, wir werden da unsere Lücken finden, wir werden da unsere Nischen finden, aber das ist jetzt nur die Legalisierung leid und das muss noch viel, viel weitergehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Hanfparade. Alle Patienten sind auch noch herzlich eingeladen, in unserer Patientenlounge vorbeizuschauen. Da sind wir auch, damit alle, die hier teilnehmen wollen und Patienten sind, auch ihren Raum finden. Ja, und ich gebe zurück an Fabian. Vielen Dank, Max Plenert.